So, ab geht es. Es bimmelt schon wieder. Ab an den Bernie. Ich war so ewig nicht mehr am Bernsteinsee. Und von daher ist das jetzt hier mit dieser Stelle, glaube ich, eine gute Idee, einfach mal wieder schön langsam reinzukommen. Jawohl, und es zuppelt auch schon und es gehen auch einige Brocken rein. Ich bin heute hier so ein bisschen auf Spaß-Setup unterwegs, beziehungsweise so eingestellt, dass ich nicht zwingend die ganz großen Brocken rausziehen will, sondern ein bisschen auf Frequenz, ein bisschen auf Schonung. Heißt also, ich schone meine Rollen, den Verschleiß auf den Rollen, denn speziell hier auf den Tagaras, die hätten schon seit langem mal wieder in die Reparatur gemusst. Aber ich gönne mir gerade halt nochmal ein paar Vengas und deswegen spare ich da gerade eher drauf. Und dann bleibt natürlich immer die Überlegung, hole ich mir eine neue Venga oder gehe ich mal eben schön alles reparieren? Ja, also hole ich mir am besten nochmal eine weitere Venga und dann wird das Reparieren irgendwann gemacht. Deswegen jetzt ein bisschen Kohle machen. Mit schön feisten Karpfen, aber eben in der Sparvariante kleinere Brocken. Wobei ich muss sagen, für die kleinen Bällchen, da sind auch die Karpfen bisher gar nicht so schlecht. Wir gucken auch gleich nochmal kurz hier in den Kescher rein, was denn das für Kandidaten sind. Der erste schäbige, den wollen wir nicht, den schmeiße ich direkt wieder rein. Der erste schäbige Schuppi. So, direkt wieder raus. Und den nehmen wir auch nochmal eben hier mit. Rabems, jawohl. Also, sehr gut. Es läuft hier übrigens gerade komplett ohne PVA. Also, ich habe jetzt nur Boilies draußen. Kein PVA, nichts in der Art. Ich habe natürlich schon überlegt und mir Materialien zusammengelegt für eine Futtermische. Ah, da läuft direkt weiter, sehr gut. So sieht es jetzt hier aus. Bin jetzt seit einer knappen Viertelstunde hier. Doch, da war doch noch einer. Genau, da ist noch so ein schäbiger. Viertelstunde hier. Schön die Schuppis. Zack, 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 zack. Gewichtsklasse vollkommen okay. 3, 4, 5 Kilo. Spiegelkarpfen mit 10 knapp. Also läuft. Lederkarpfen hier auch gerade nochmal in größer. Und das gesamte Setup allerdings auch tatsächlich extra nochmal klein und fein ausgelegt. Gehen wir gleich im Detail nochmal drauf ein. Und tatsächlich auch von der Hakengröße richtig klein, denn wie gesagt, ich will hier einfach nur Frequenz und die Frequenz ist da, zack und zack, die nächste, so soll das sein. Und dadurch, dass es halt jetzt nur Boilies sind, ohne PVA, ohne alles, ist es halt wirklich sparsam und man kann das eben auch schon relativ früh hier machen, auch wenn man hier mit dem Setup mit der HSV jetzt hier stehen würde. Kann man das natürlich easy machen. Geklippt hier auf 15 Meter. Reicht komplett. 15 Meter. Die Stelle, die Position zeige ich auch gleich nochmal eben auf der Map. Na, komm mal ran hier. Und ab geht es. Ja, bisher auch von den Uhrzeiten her, also selbst die, komm mal ran. So. Na, 5, 6 Kilo kann man auch schon besser keschern. Und nicht so durch die Luft fliegen lassen. Schont dann auch nochmal das Setup. So. Genau, von der Position her. Hier sind wir auf der Map. Also, wir werfen hier ganz locker. Man sieht das hier am Rand, diese Welle. Wir werfen quasi direkt in diese Welle rein. In diese kleine Area. Und da geht es dann ab. Und das Ganze eben hier mit diesem Setup. Erdbeer und Vanille. Erdbeer und Vanille klappt immer mal wieder gut. Urflitzer hatte mich gestern im Discord angeschrieben und meine Allen. Guck mal hier, mein Kescher. Und dann hat er nochmal nach einer Stunde oder sowas ein Kescherbild gezeigt. Richtig gut Gas gegeben. Ich glaube, knapp 70 Fische gefangen in der Zeit. Also eine richtig schön hohe Frequenz. Heißt also, gerade wenn man ein bisschen skillen will und wenn man, ja, wie gesagt, Skillpunkte haben will und einfach vielleicht auf entspannt noch ein paar Karpfen fangen will, ist das, glaube ich, hier ganz gut. Oder wenn man eben auch noch kein PVA hat und herstellen kann. Auch dann ist sowas natürlich immer hilfreich, wenn man da so eine Stelle hat, die auch einfach so funktioniert. Ne? So, zack, nochmal eben raus. Kurz alles hier wieder
ein bisschen nachspannen. Und ich würde sagen, wir gehen mal eben ins Setup rein. Nehmen wir mal dieses jetzt hier. Genau, ganz klassisch. Pop-Up-Rig. Pop-Up-Rig. Und ein kleines Blei genommen, 50 Gramm Blei, also nicht zu schwer da rein, immer in den Clip, sondern auch da wieder ein bisschen sparsam reingehen. Leichteres Blei reicht völlig. Man kann diese kugeligen nehmen, wenn man hier bei den Kugelbleien mal ins Detail geht, sieht man eben auch diesen Selbsthakeffekt dieser Blei, diesen sehr guten. Das heißt, diese Kugelblei liegen dann da, drehen sich halt so ein bisschen auch mit, wenn da ein Fisch dran zieht und dann hakt es aber. Also das ist wirklich ein richtig gutes Karpfenblei. Ja, 31 Kilo jetzt hier halt vom Setup. Vierer Haken ist vielleicht noch ein bisschen besonders, also hier extra klein nochmal unterwegs. Vierer Haken, sonst ist standardmäßig bei mir auch immer der Einser Haken. Aber ich denke, für diese Größe an Fischen ist ein Vierer Haken absolut okay. Und wir wollen ja, wie gesagt, Frequenz, dementsprechend auch dann hier die kleineren Boilies. Boilies Erdbeer, Boilies Vanille, 15 und 14. Und hier war jetzt gerade Erdbeerextrakt drauf. Dann haben wir hier nochmal das andere. Moment, das hier ist Erdbeerextrakt und das hier ist einfach nur Erdbeere als Dip. Also die zwei Varianten habe ich drauf. Vielleicht kann man auch nochmal sowas wie Milchcreme oder sowas testen. Ist ja auch durchaus eine Möglichkeit, dass man da ins Vanillige vielleicht noch ein bisschen mehr geht. Vanillig-sahnige kann ich mir auch gut vorstellen. Machen wir vielleicht einfach mal gleich hier auf der dritten Route. Und dann testen wir, ob das nicht auch schön. Ja, sehr gut, der Schuppi. Ob das nicht auch gut funktionieren könnte, wenn wir da ins etwas vanillig-sahnige gehen. Wie gesagt, Futtermischel noch gar nicht drin. Kann ich aber auch gleich nochmal eben zusammenstellen, wie das aussehen könnte. Die kann man ja hier auch in Bällchenform durchaus machen. Wir könnten das eigentlich mal testen. Wir nehmen gleich einfach die Bällchen sozusagen und werfen die danach auf 15 Meter hier, ist ja easy mit der Hand ausgeworfen, auf 15 Meter raus und füttern einfach per Hand mal an. Und dann bin ich gespannt, inwieweit das dann funktioniert und ob das dann immer noch so gut funktioniert oder ob dann tatsächlich die Futtermische den Spot wieder so hart beeinflusst, tja, dass es vielleicht sogar gegenteilig, also negativ sich eher auswirkt auf die Fische. Jetzt überlege ich gerade, ob ich hier Sahne nehme. Aber ich glaube, ich nehme mal die Milchcreme. Davon habe ich auch noch genug. Nehmen wir mal die Milchcreme, Vanille und Erdbeer 15. Schön schmackofatz. Und das werfen wir jetzt hier nochmal raus. Zack, wieder hier rein auf die 15 Meter. Ganz locker aus dem Handgelenk. Und hier kommt schon der nächste Brocken. Sehr gut. Oh, wobei, da ist noch ein bisschen Lütt. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Direkt wieder reinschmeißen, die kleinen Dinger. So, das lassen wir so, wie es ist. Man könnte natürlich auch nochmal mit anderen Montagearten hier rumprobieren. Vielleicht mit einer klassischen Haarmontage. Und guck mal da, die Milchcreme reagiert sehr schnell sogar. Gutes Zeichen dafür. Sehr gutes Zeichen. Das ist natürlich die Frage, wie groß sind die Brocken, die da reingehen. Wenn wir hier sehen, dass sie gerade sehr, sehr klein werden. Geisterspiegel in winzig. Na, ich mache mal hier auch die Milchcreme drauf. Testen wir das mal. Vielleicht lübt das ja ganz gut. Zack, locker nochmal raus. Knapp 14, 15 Meter waren das jetzt. Und direkt die nächsten jetzt hier. Sehr gut. Ja, gutes Gewicht. Kam locker hier ran. Und ich würde sagen, wir gehen mal eben in die Futtermische. Und ich bastel tatsächlich jetzt die Futtermische in Bällchenform. Und das nennen wir jetzt hier mal Erdbeer, Vanille, Bernie. Erdbeer, Vanille, Bernie. Wir gehen rein. Ich würde sagen, ganz klassisch mit Mais. Tendenziell eher vielleicht so ein bisschen süßlich. Dann nehmen wir hier Erdbeer als Feed Pellets. Nehmen wir mal ruhig die größten. Nehmen wir mal da ruhig die größten. Dann nehmen wir Vanille. Da gibt es, soweit ich weiß, auch Feed Pellets. Sollten doch, genau. Aber ich glaube auch nur hier diese eine Art. So, und jetzt können wir natürlich, oder müssten wir eigentlich überlegen, wir wollen ja ein bisschen auf Frequenz. Das heißt, wir gehen da auch eher so ein bisschen ins, ins Kleinteilige rein. Ne? Vielleicht nehme ich sogar nochmal Amino.
Amino für Karpfen und das nehmen wir auch hier in klein. Vierer und dann nehmen wir hier nochmal vielleicht Mais als Basis, dass wir hier die Maisbasis drin haben, nochmal Mais und Mais. Und wir nehmen wir Vanille oder nehmen wir Erdbeer? Wir nehmen mal Erdbeer. Ich glaube, Erdbeer ist das vom Level her die hochwertigere Aromatik. Ob das jetzt einen Einfluss hat, gute Frage. Vanille ist da schon eher Basis. Deswegen nehmen wir mal das Hochwertige hier. So, anfertigen. Und dann gucken wir mal, ob das wirkt. Ich bin übelst gespannt. Ei, guck mal hier. Sofort wieder dran hier, die Lümmels. Ja, cool. Also, bisher gar nicht so schlecht. Kann man machen. Gar nicht verkehrt. Hoppala, verkehrte Route. So. Und tatsächlich auch hier auf Milchcreme, mit dem Milchcreme-Dip. Auch das scheint zu funktionieren. Und jetzt ballern wir eben hier nochmal die Futtermische rein. Es scheint auch gerade so, als ob die kleiner werden. Es kann natürlich jetzt an der Uhrzeit noch ein bisschen mitliegen. Ich gehe mal ein bisschen weiter nach hinten, denn man wirft ja, wenn man maximal auswirft, mit den Futtermischen so ungefähr um die 20 Meter aus. Deswegen bin ich jetzt einfach ein bisschen weiter nach hinten gegangen. Das war hier direkt, hier ist es doch, Erdbeer, Vanille, Bernie. Jetzt kann ich einfach maximal auswerfen. So, mal gucken, wohin er fliegt. Ja, müsste doch eigentlich passen. 1, 2, 3. Passt das? Ich werfe nochmal eben aus. Dass wir da auch in diesem Bereich sind. Ist natürlich immer ein bisschen schwieriger, wenn man das nicht mit dem PVA macht. Könnte sogar noch ein bisschen weiter. Ja. Also, ich gehe nicht bis hier, sondern gehe wieder ein bisschen weiter vor. So, und dann ballern wir die Futtermischen dann rein. Und dann haben wir quasi an der Stelle, dadurch, dass es ja jetzt hier maximal ausgeworfen ist, ist dann quasi an der Stelle alles angefüttert. Erdbeer, da ist es. So, und jetzt hier auf maximale Auswurf. Zack. Ja, ich glaube, das passt. Dann sehen wir auch gerade diese Wolkenlinie da hinten. Und genau da geht es hin. Ja, passt. Okay, so, nochmal 5 Stück. Und dann sollte das doch hier ausreichend angefüttert sein. Jetzt haben wir natürlich gleich so ein bisschen hier die Mittagszeit. Und dementsprechend könnte es jetzt ein bisschen runtergehen von der Frequenz, durchaus möglich. Und ja, wenn das jetzt hier so ein bisschen, und das Ganze muss ja auch noch wirken hier mit der Futtermische. Auch da bin ich ja erstmal gespannt, ob da was geht und was da geht. Und ich würde sagen, ich mache einen kurzen Break und dann gucken wir jetzt gleich in den Abendstunden nochmal rein und natürlich, was das Ganze hier gebracht hat. Ja, ich glaube, die Mittagszeit ist gar nicht so entscheidend gerade. Hier geht's ja direkt los hier. Gar nicht lange gewartet. Wenige Minuten nur. Und auf einmal zuppelt es los. Und zwar jeweils auf der Kombination mit der Milchcreme. Ich glaube, die Milchcreme ist da gar nicht so schlecht. Das werde ich, glaube ich, auf der dritten Route gleich auch nochmal machen. 16 Kilo Brocken. Richtig schön. Smoke wie dat. Ah, guck mal da. Doch, Erdbeer als Dip funktioniert auch direkt. Sehr gut. So, im Rand ziehen. Und hier jetzt schon der zweite jetzt gerade. Oder jetzt quasi der dritte nach dem kurzen Break. Aber auch da nochmal ein bisschen was Kleines. Kleiner Zeilkarpfen. Ja, ist schon spannend. Und ich muss sagen, sowas mag ich tatsächlich auch sehr. Einfach mal so Stellen, wo man Frequenz hat. Oha, guck mal hier auf Erdbeer passiert jetzt dieses hier. Das ist ja ein Ding. Das ist ja ein Ding. Ich ändere hier auch nochmal auf Milchcreme. Bin übelst gespannt, ob sich das so gut auswirkt. Aber guck mal da, da ist schon wieder, auch auf Milchcreme, sofort wieder Attacke. Gar nicht schlecht. Gar nicht so schlecht. Und da geht's auch weiter. Abgefahren. Joa, nicht verkehrt. Also ich bin echt angetan. Gute, aber sie werden echt klein. Sie werden echt klein, die Lümmels. Aber ich meine, ich bin auch hier natürlich, ne, das ist auch natürlich auch ein super kleines Setup. Jetzt echt die Frage, inwieweit beeinflusst jetzt die Mische noch das Ganze. Ich mache jetzt tatsächlich erstmal den Break und dann gucken wir mal, inwieweit das dann
so bis zum Abend hin, inwieweit sich das ausgewirkt hat. So, ich würde sagen, wir machen mal ein Fazit jetzt nach der Zeit. Es ist auch schon gleich 20 Uhr Ingame-Zeit und es zuppelt nach wie vor weiter. Mal etwas größer, mal etwas kleiner, die Brocken. Die Futtermische, würde ich sagen, hat was gebracht. Allerdings ist es tatsächlich schwer zu sagen, ob das so gut ist. Ich würde sagen, erstmal ohne testen. Auf jeden Fall ohne testen. Wenn ich jetzt hier mal so reinschaue, das war ja jetzt hier der erste Part, auch so, ich sag mal, die erste halbe Stunde. Und da sieht das doch schon wirklich gut aus, komplett ohne Futtermische. Und dann ging es ab hier los. Ja, eine hohe Frequenz. Wenn man also mehr Skillpunkte haben will und da noch ein bisschen auf Grund ein bisschen skillen will, dann ist das natürlich nicht verkehrt. Aber auch viel Kleinkram. Oder halt, wie gesagt, nochmal die Futtermische überarbeiten. Alles, was diese Kleinpartikel sind, die einfach rauslassen und nur mit großen Partikeln reingehen. Das heißt, mindestens mal hier auch diese, ja, diese 10er Feed Pellets oder sowas in der Richtung. Oder gecrushte Boilies dann mit reinnehmen. Dann macht das, glaube ich, Sinn. Wie gesagt, frequenzmäßig konstant jetzt hier. Ich bin jetzt bei über 50 Fischen auch schon. Also das läuft gar nicht so schlecht, aber die Größe lässt doch dann deutlich nach. Wenn man halt mal so ein bisschen hier auf Attacke Karpfen gehen will, kann man das, glaube ich, ganz gut machen. Aber ja, wie gesagt, man will ja auch zwischendurch mal ein bisschen was Größeres. Und da ist das hier, na, ich sag mal, schon im oberen Gewichtsbereich, ne? So um die 5-6 Kilo. Ist nicht so häufig. Ja, ich porte nochmal eben schnell zurück. Ich renne nochmal eben schnell zurück in die Base und dann gucken wir gerade mal in den Kescher. So, und da sind wir auch schon wieder zurück. Da, den können wir sogar noch abgeben. Den kleinen Schuppi mit 3 Kilo. Passt doch genau. Haben wir nochmal 22 Silber extra. Und den Rest haben wir leider nicht dabei. Ja. Also, in Gänze waren es jetzt gerade 53 Fische in der Zeit jetzt hier, 50 Minuten jetzt knapp. Und dann gucken wir mal eben, was das denn so gebracht hat und ob sich das gelohnt hat. Kurz nach dem Preisen sortieren. Ja, das ist halt, ne, das ist halt nicht verkehrt. In der Gewichtsklasse hier 10 Silber plus wäre schon nicht verkehrt. In Gänze sind wir bei 350. Für entspannt kann man das, glaube ich, ganz gut machen. 350, jetzt mit dem Kaffeeauftrag nochmal irgendwie 20 drauf, also 370 Silber. Also dafür, dass es tatsächlich so entspannt war und auch hauptsächlich und auch die meisten Großen ja anfangs reingegangen sind, ohne Futtermische, ohne diese Beeinflussung, ist das, glaube ich, nicht verkehrt. Kann man machen, einfach mal auf easy die Karpfen rausziehen und einfach mal ohne Futtermische oder wie gesagt mal mit der dicken Variante, also alles nur große Partikel verwenden und mal testen. Vielleicht lohnt sich das ja auch. Wenn es geholfen hat, Daumen da lassen fürs Video, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.